Für Besucher von Veranstaltungen ist das Schloss Herrenhausen schon seit einigen Wochen geöffnet. Jetzt ist das Schlossmuseum eröffnet worden und damit kann nun auch die Öffentlichkeit das Schloss besuchen. Die erste Ausstellung dreht sich um Schlösser und Gärten vom Barock zur Moderne. Wir haben einen Rundgang durch das Schlossmuseum gemacht. Welche Rolle spielten Wirtschaft, Politik und Kultur im Welfenstaat und welche Bedeutung hatte das Denken des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz? Das und vieles mehr kann man jetzt anhand von über 500 Objekten und Gemälden im neuen Museum Schloss Herrenhausen erfahren. Es erwarten Sie ganz hervorragende Bestände, Exponate, die aus sehr unterschiedlichen Museen und Bibliotheken zusammengeführt sind und die die Geschichte Hannovers und auch natürlich ein Teil der Geschichte Niedersachsens auf einem vergleichsweise kompakten Bereich sehr, sehr schön vermitteln und etwas zeigen, was man auch inhaltlich und natürlich auch von den Exponaten bisher so nicht wahrnehmen konnte. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Schlösser und Gärten in Herrenhausen. Vom Barock zur Moderne ist das Thema der ersten Ausstellung. Sie erzählt die Geschichte der Herrenhäuser Gärten und der zugehörigen Schlösser vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Für uns war sehr schnell klar, dass dazu nicht nur der große Barockgarten gehört, der ja in den 16- und 70er Jahren entstanden ist, sondern eben auch die anderen Elemente des Herrenhäuser Gartenensembles, nämlich der Berggarten, der Georgengarten, der Welfengarten und nicht zuletzt auch die Herrenhäuser Allee, die wir Hannoveranerinnen und Hannoveraner ja sehr intensiv nutzen heute. Das Museum besteht aus drei Trakten. Der Ostflügel in royalem Rot zeigt den Aufstieg der Welfen. Zahlreiche Porträts gekrönter Häupter sind hier zu sehen. Die unterirdische Schatzkammer verbindet ihn mit dem in Grün gestalteten Westflügel. Dort wird der Wandel der Gartengestaltung und die Nutzung des großen Gartens erläutert. Er ist schon im 18. Jahrhundert nicht mehr sehr intensiv genutzt worden, weil die Fürsten nicht mehr hier waren. Es war ihr Garten, den sie dann aber nicht mehr richtig genutzt haben. Gleichzeitig ist er aber geöffnet worden für die Allgemeinheit. Das war ein ganz wesentlicher Schritt. Bis dahin war das Volk von solchen Gärten im Grunde ausgeschlossen. 1936 hat die Stadt Hannover den großen Garten dem Adelsgeschlecht der Welfen abgekauft. Bei der feierlichen Eröffnung des Schlossmuseums am Dienstag war auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil dabei. Rund 5 Millionen Euro ließen sich Stadt, Land und Sponsoren den Museumsausbau kosten. Natürlich ist ein Museum und auch dieses immer eine Bildungseinrichtung, aber es ist doch auch eine Freizeiteinrichtung. Einfach mal durchzugehen, die Musik, die uns hier überall in den Gängen erwartet, wahrzunehmen, rumzuschlendern, vielleicht auch nochmal wieder raus in den Garten zu gehen. Ich kann jedem Besucher nur empfehlen, kommen Sie her und kommen Sie möglichst mehrfach. 90.000 Besucher soll das Museum Schloss Herrenhausen jährlich nach Hannover locken. Das Kombi-Ticket für Garten- und Museumsbesuch kostet 8 Euro.